Verdammt. Und willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Kapitel 12. So, Prompto wurde anscheinend auch überlistet von Ardyn. Ignis, könnt ihr den Zug anhalten? Prompto ist runtergefallen. Wegen Ardyn. Nee, mir. Weiß nicht wo. War bewusstlos. Verstanden, Noct. Aber beruhige dich erstmal. Anhalten wäre zu gefährlich. Noch sind wir nicht sicher. Und wir haben Zivilisten an Bord. Aber... Tenebrae ist nicht mehr weit. Dort können wir den Zug evakuieren. Und Prompto? Um den kümmern wir uns danach. Hoffen wir, dass Ardyn ihn nicht erwischt hat. Wenn wir Glück haben, meldet er sich vielleicht. Hab bitte etwas Geduld. Kannst du zu uns kommen? Gladio ist auch hier. Klar. Geht's euch gut? Ja. Okay, dann... muss jetzt Schluss machen. Habe Gesellschaft. Zu Lok vorkämpfen. Nicht auch das. Okay. Okay, ich glaube, wir müssen den killen hier. Zauber hier. Lange halte ich das nicht mehr aus. Ich muss mir noch mal was machen. Obwohl, wir könnten eigentlich... Nehmen wir den hier rein. Wir haben noch Cooldown drauf, aber wir müssen jetzt gleich vorne sein. Ich denke mal noch ein, zwei Kämpfe vielleicht noch. Weiter geht's. Was kommt jetzt? Schauen wir jetzt mal nicht um. Okay, ich muss anscheinend. Könnt ihr mich denn nicht einfach mal in Ruhe lassen? Was? What the fuck? Zur Hölle. Leviathan. Yo, baby.
Schön, dass ihr vorbeischaut. Aranea. Habt ihr hier gewütet? Seht besser selbst. Kommt, ich bringe euch bis zum Palast. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Wo sie einst liebte. Aranea folgen. Was ist eigentlich mit deinen Augen? Ein bedauerlicher Unfall. Erblindet? Ja. Wir sind in Tenebrae angelangt. So gut wie. War wohl ein harter Kampf, was? Tut mir leid. Sag mal, ihr wart doch zu viert, oder? Ja, allerdings. Es gab da einen kleinen Zwischenfall. Ist er tot? Wissen wir nicht. Dann guck nicht so trüb aus der Wäsche. Kopf hoch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Habt ihr Tenebrae angegriffen? Nein, das war das Imperium mit seinen Siechern. Dein Auftraggeber also? Bis gestern, ja. Ich und meine Jungs, wir sind zum Katastrophenschutz gewechselt. Allesamt. Du hattest gesagt, dass ihr hier Hilfe leistet. Wir hätten da eine Bitte. Und zwar? So wie die Dinge stehen, können wir die Zivilisten nicht länger mitreisen lassen. Wer weiß, was uns noch bevorsteht. Verstehe. Lasst sie hier, ich passe auf sie auf. Aber wer fährt dann den Zug? Guter Einwand. Ja, kennst du jemanden? Allerdings. Zwei alte Bekannte. Hier, eure Zugführer. Biggs und Wedge. Die Jungs sind hart im Nehmen, also keine Angst. Ah, lange nicht gesehen. Und, was liegt an? Eine heitere Zugfahrt nach Gralea. Ah. Na, wen soll ich denn sonst bitten? Hast ja recht. Okidoki. Okidoki. Ohne euch wären wir aufgeschmissen. Nicht der Rede wert. Mit Bix sprechen? Danke, dass ihr uns fahrt. Dankt uns, wenn wir da sind. Wird sicher kein gemütlicher Ausflug. Ja. Besonders in der Schlucht. Arschkalt ist es da. Geht direkt am Grab der Eisgöttin Shiva vorbei. Alles Mögliche kann da passieren. Zieht euch besser warm an. Schon mit der Dame aus dem Palast gesprochen? Die sollte hier irgendwo rumhängen. Eine Dienerin der Flores. Wollte mit dir sprechen, meinte sie. Okay. Mit mir? Okay, ich geh mal zu ihr. Machen wir das doch gleich mal. Aber wir sprechen erstmal mit ihm hier. Schauen wir uns der noch zu sagen. Ihr habt dem Imperium also den Rücken gekehrt? Ja. Als Teil der Armee konnten wir den Leuten nicht helfen. Und Lady A hatte vom Imperium eh genug. Lady Aranea. A? Wer wohl? Commodore Aranea. Ah. Ganz Gralea voller Sicher. Und der Kristall wird auch nicht genutzt. So hatte sich das keiner von uns vorgestellt. Was ist mit den Zivilisten? Haben sich in ihren Häusern verschanzt. Entweder mucksmäuschenstill oder einfach schon mausetot. Wer weiß das schon? Wir warten am Zug auf euch. Okay, sprechen wir mal mit der Dienerin. Schauen, was die so zu erzählen hat. Los, Wedge! Okay. Und es ist 19 Uhr. Oh, hier können wir absorbieren. Warum kann ich so wenig absorbieren? Ich könnte doch schon mal mehr absorbieren, oder? Seid ihr es etwa wirklich, Prinz Noctis? Ja? Warum fragst du? Dass wir uns noch einmal sehen. Ich kann es gar nicht glauben, wie groß ihr geworden seid. Ich bin Maria, die Dienerin des Hauses Fleury. Könnt ihr euch vielleicht noch an mich erinnern? Nicht wirklich. Tut mir leid. Nicht doch. Viel wichtiger,
Ich habe eine Nachricht für euch. Sagt mir, Prinz Noctis, ist es der Prinzessin gelungen, euch den Ring der luzischen Könige zu übergeben? Ja. Oh, welche Erleichterung. Das wird auch Ravus zutiefst erfreuen. Wieso das? Okay. Bitte gib Noctis diesen Ring von mir. Ich schaffe es. Nicht. Mein Körper gehorcht mir nicht länger. Das kann ich nicht, Luna. Denn du musst das selbst tun. Es ist deine Bestimmung, den König mit diesem Ring zu erwecken, Luna Freya. Gib jetzt nicht auf. Ob mir das gelingen wird. Es muss, Luna Freya. Du musst an dich glauben. Finde Noctis. Und offenbare ihm, was du in deinem Herzen trägst. Prinz Noctis, werdet ihr nach Gralia reisen? Ja. Es war Ravus Wunsch, euch persönlich das Schwert eures hochverehrten Vaters Regis auszuhändigen. Ich hoffe sehr, euch ist noch ein Treffen vergönnt. Dafür werde ich sorgen. Keine Angst. Habt vielen Dank. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich in Gralia irgendwie ein Schwert oder sowas bekommen. So, dann gehen wir nochmal Richtung Zug. Bin echt gespannt, wie lange das Spiel hier noch geht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns jetzt schon so ein bisschen dem Ende nähern, weil die Story halt richtig Fahrt aufnimmt jetzt gerade. Die Ereignisse sich überschlagen sozusagen, aber ich schaue jetzt mal schnell hier nochmal rein. Hier gibt es da irgendwie was zu looten. Hier gibt es was zu looten. Ah, Waffenhändler. Das hat der Schönes. Blutsauger, das haben wir doch schon, oder? Ja, das haben wir schon. Donnerkeil haben wir auch schon. Drachenlanze. Drachenlanze. Muss ich mal schauen, was macht meine jetzt Schaden? Die hat 161 gehabt. 36? Ne. 171, okay. Ist also schlechter. Na, dann nehmen wir die natürlich nicht mit. Okay. So, dann steigen wir nochmal in den Zug ein. Und schauen, wie es denn hier weitergeht. Ich hoffe mal, dass unser Prompto noch lebt. Man merkt natürlich schon, wenn man einer weniger ist in der Gruppe. Ja? Prinz Noctis, habt ihr euch auch auf die Hochzeit mit Luna Freya gefreut? Die Prinzessin war außer sich vor Freude, als sie das Kleid sah.
Sie lachte und weinte zur gleichen Zeit. Sie liebte euch wirklich. Über alles. Ja? Wirklich? Das freut mich. Als der König erfuhr, dass sein Sohn vom Kristall erwählt war, beweinte er ihn. Doch ihre Mienen erhellten sich in Tenebrae. Die des Vaters wie die des einsamen Sohns. Sie besitzt eine Gabe, die ihre Bestimmung übersteigt. Ich fürchte, da irrt ihr euch. Ich habe keine besonderen Kräfte. Aber als ich von der Hochzeit hörte, war ich überaus froh. So hätte ich Noctis vielleicht noch einmal treffen können. Und wäre es nur für einen Augenblick gewesen. Etwas in mir war über alle Maßen glücklich darüber. All meine Kräfte will ich einsetzen, um Noctis bei seiner Aufgabe zu helfen. Sie war immer besorgt, euch eine Last zu sein. War sie aber nicht, oder? Nein, niemals. Okay, ich würde sagen, wir steigen den Zug, machen aber an dieser Stelle einen Cut und schauen uns in der nächsten Folge an, wie es denn hier weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird jetzt, finde ich, schon etwas spannender. Das muss ein Albtraum. Genau, wenn es euch dann ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch ein Abo freuen. Wie ihr Lust und Laune habt, ist alles gern gesehen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen, ciao, ciao, euer Andi.